Hallo und herzlich willkommen zurück zu Street Wars Constructor Underworld. In der letzten Folge haben wir hier eine Leiche zum Undertaker. Das ist der Undertaker-Bestatter, müsste das eigentlich sein, hingebracht, damit wir das Gebäude ausbauen können. Und das würden wir auch bald machen, sobald wir hier das Telefon und die Kakerlakenfalle haben. Ich hatte mir auch gedacht, in 2 Wochen kommt Constructor HD raus, hoffentlich. Weil, wie gesagt, langsam geht mir das wirklich auf den Kieker, dass halt das Spiel einfach nicht erscheinen mag. Hier fängt gerade was an zum Brennen, das ist vielleicht nicht so gut. Ich sollte mich vielleicht um mehr hier Fixer kümmern. Das wäre eigentlich eine ganz, ganz gute Idee. Im Prinzip könnte ich auch hier, sobald hier die Person eingezogen ist, da auch ein paar Dings herstellen. Und vor allem herstellen. Ein paar Fixer produzieren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hätten wir hier noch ein bisschen was, was ich da noch durch die Gegend stellen kann. Zum Beispiel wäre hier oben an der Ecke fast noch praktisch. Warum denn auch nicht? Ich hoffe, dass... Nein, natürlich geht das von der Reichweite gerade nicht. Natürlich geht das von der Reichweite gerade nicht. Dann stellen wir es halt da ein bisschen eher an die Seite hin. Funktioniert im Prinzip ja auch. So. Schön fleißig ausbauen. Was haben wir hier? Eine Peepshow, die wir übernehmen könnten. Im Prinzip, warum denn auch nicht? Einzig hier jetzt haben wir unseren Funeral Parlor, was auch immer ein Parlor ist, das Wort kenne ich ganz ehrlich nicht. So, hier einen neuen Handlanger gebaut. Das funktioniert ganz toll. Tschüss Haus, war schön mit dir. Frage ist, was könnten wir hier noch Schönes bauen? Hier würde ich eigentlich gerne ein Hotel hin. Aber wir könnten das natürlich auch woanders hin basteln. Das Problem ist halt, wir müssten... Also, fangen wir es mal so an. Was ist denn überhaupt so unser Ziel? Weil zuerst mal kaufe ich mal das Gelände hier. Was ist denn überhaupt unser Ziel hier beim freien Spielen? Das wäre jetzt die Frage aller Fragen. Wir könnten zum Beispiel hier all meine... Habe ich wirklich bloß 5 Bauarbeiter? Anscheinend habe ich bloß 5 Bauarbeiter, auch gut. Ich dachte eigentlich, das wären ein paar mehr gewesen, aber okay. Von mir aus. Habe ich da schon? Nein, da habe ich bloß die Handgun. Hier auch bloß. Das heißt, theoretisch könnten wir hier noch ein bisschen... Zum Beispiel, da habe ich gerade einen kaputten Gangster gesehen, den könnten wir schnell töten. Hat super funktioniert und könnten den zum Beispiel hier in die Kantine reinlegen, weil das macht auch immer, das macht auch immer sehr viel Spaß, dem Mord anderen an den Hals zu hängen. Beziehungsweise dem Mord an sich ja nicht, aber wenn man eine Leiche im Keller hat, dann kommt das vielleicht doch ein bisschen komisch. Und eigentlich wollte ich noch sagen, zuerst einmal, was ist überhaupt unser Plan hier bei Constructor Underworld oder Mob Rule, wie es hier so schön heißt. Ich würde sagen, wir bauen einfach von jedem Gebäude eins. In 2 Wochen kommt der Constructor HD hoffentlich raus und sobald dann das draußen ist, wird Constructor HD gespielt. Da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr doll drauf. Das Einzige, es gab zwar eine kleine Demo, aber irgendwie fand ich die jetzt nicht so prickelnd. Vor allem, das war eine quasi ein langes Tutorial, wo einfach nichts Interessantes drin vorkam. Und auch ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht so unbedingt mein Fall. Vor allem, da es auch zu ein paar Abstürzen gekommen ist und auch bei vielen nicht funktioniert hat und bla und blö und war jetzt vielleicht nicht so prickelnd. Im Prinzip, da würde mir zwar noch ein bisschen fehlen, wo ist denn der andere Gangster? Das dauert bis zur Shotgun noch eine ganze Weile.
Dann kümmere ich mich hier zuerst mal um den Hund. Und hier würde ich gerne... So, wo denn? Hier. Das hat aber ganz schön lange gehalten. Hat einmal gesehen, hey, da ist ein Hündchen und dann dachte er sich, ja, gehe ich wieder heim. Ich bräuchte hier halt irgendwelche, am besten sind immer Gangster. Weil man sich damit so ein bisschen den Rücken frei hält, aber irgendwie baut der Gegner gerade auch nicht so sonderlich Tolles. Grün ist so langsam am Sterben, habe ich das Gefühl. Rot hat zwar ein paar. Kümmern wir uns einfach hier um diesen Handlanger. Weil ich würde gern das Maschinengewehr freischalten. Und wieder zurück zum Thema. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie dann Constructor HD dann auch werden wird. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das geht ein bisschen in die Hose. Vor allem, wenn man bedenkt, das Spiel wurde schon zweimal verschoben. Nein, nicht den Hund. Danke. Das Spiel wurde halt zweimal verschoben. Und ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist. Generell ist es ja nie ein gutes Zeichen, wenn das Spiel angekündigt wird, dann 10.000 Mal verschoben wird und ähnliches. Aber... ich weiß halt nicht. So, da hätten wir noch ein paar Fixer. Das wäre zum Beispiel... Oder machen wir hier den Bauarbeiter. Ich glaube, Bauarbeiter hat da noch ein paar. Das ist dann, glaube ich, nicht das Problem. Einzig, wenn hier dann eine Plone auftaucht. Es wäre vielleicht nicht... Gut, prima. Keine Polizei. Aber hier wird ein Hund, den wir wegmachen müssten. Hunde bringen übrigens auch immer ein paar Punkte. Allerdings nicht allzu viel. Schauen wir es uns mal an. Einmal noch. Zack. Wie wir sehen, hat das nicht so sonderlich viel gebracht. Aber immerhin etwas. Theoretisch kann man auch so mit ganz viel Geduld eine bessere Waffe sich verdienen. So. Das funktioniert jetzt alles ganz, ganz gut. Was haben wir hier? Ein Strip-Joint. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das Einzige, was ich eigentlich hätte machen wollen, ist hier das Gelände hier freiräumen. Und das müsste eigentlich auch ohne große Probleme funktionieren, sagte er. Der eine Handlanger ist jetzt nicht das Problem. Das Einzige, da kommt ein zweiter auf uns zu. Und ein paar Bauarbeiter. Aber ich glaube, das müssten wir zeitlich schaffen. Oder? Jupp. Das schaffen wir zeitlich. Prima. Dann bräuchte ich eigentlich noch irgendwo was für das Gefängnis. Mit Gefängnissen sind ja auch immer ganz toll. Das hier verkaufen wir und werden dann da... was werden wir da denn hinbauen? Das Hotel würde ich eigentlich auch gern bauen, aber hier ein Picture House, also ein Kino, das passt da auch perfekt rein. Aber da haben wir halt keine Level 4 Mieter gerade. Aber ich glaube, ich baue dann trotzdem einfach das hin. Da zum Beispiel habe ich schon einen neuen Fixer. Den könnte ich zum Beispiel hier reinsetzen. Dann haben wir für unsere drei großen... Warum habe ich eigentlich zwei Brickyards? Warum habe ich zwei Brickyards? Habe ich irgendwas übersehen oder? Okay, dann reißen wir halt das hier wieder ab. Und ich baue dafür halt... ganz komisch, okay. Ich sag mal nichts dazu. So, das hier ist vernichtet. Dann werde ich hier mal schnell die richtige Fabrik hinbauen. Warum auch immer ich hier jetzt eine falsche hatte, aber okay. Ganz, ganz komisch. So, hier haben wir überall Hündehütchen. Das ist schön. Dann fehlt bloß noch hier drüben eine. Und im Prinzip funktioniert ja alles ganz, ganz prickelnd. Hier könnte ich auch gleich... das Kino schon mal hinsetzen. Warum denn auch nicht? Ich würde sagen, auf einer Ebene. Oder machen wir das eher kleiner?
Machen wir das vielleicht ein paar Felder kleiner. Damit wir hier drüben vielleicht noch ein bisschen Freiheiten haben, wie wir unsere Gebäude dann hinsetzen. Ist jetzt auch nicht so sonderlich toll, aber was soll's. Hier dann noch ein Hundehütchen, das klingt ganz gut. Und was bräuchte ich noch? Eigentlich nichts mehr. Dann gehen wir mal hier rüber, bauen das Kino auf und schauen wir mal, was wir zum Ausbau brauchen. Ansonsten, wo ist denn... Da sind meine zwei Gangster. Der ist voll aufgelevelt. Der bräuchte noch zwei Waffen. Grün hat jetzt wieder ordentlich gebaut. Das ist an sich ganz toll. Allerdings hilft mir das nicht so sonderlich viel. Ja, das sind Kakerlaken im Garten, ich weiß. I have seen an 8-foot high cockroach in the garden of a neighbor's house. Help. You have 355 days to solve this problem. Was ich zum Beispiel an dieser Demo von Constructor extremst hasse. Ist dieser blöde britische Akzent, das glaubte man gar nicht. Dieser blöde britische Akzent die ganze Zeit und man kann das einfach nicht überspringen. Ich finde die Demo, ehrlich gesagt, nicht so sonderlich toll gelungen. Darum, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich brauche bitte all meine Bauarbeiter, die bitte hier rüberkommen und das gelbe Gebäude übernehmen, nicht das gelbe. Wie lang noch? Ein Jahr ungefähr. Das heißt, das müsste eigentlich ohne Probleme funktionieren. Das Einzige, was ich mich gerade frage, wenn ich hier so eine Kakerlake umbringe, zählt das dann auch als hier Bonus oder nicht? Ja, zählt. Prima. Das ist ja toll. Das ist wirklich toll. Wo sind denn hier meine Fixer? Hier ist ein Fixer, der kann dann hier rüber in die Dings reingehen, in die Fabrik. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht so sonderlich, was ich hier groß sagen soll. Komm raus. So. Dann haben wir den weg. Und dann kann ich hier schön... Nein. Mann. Dann kann ich hier schön das Gebäude übernehmen. So viel zu Gebäude übernehmen. Blöde Hunde. Auf geht's. Zack. Prima. Und jetzt haben wir dann bloß noch... Zack, zack. Das Einzige, jetzt kommen natürlich alle. Das ist vielleicht nicht allzu gut. Weg mit euch. So, hier hätten wir noch einen, den ich theoretisch wegmachen kann. Prima. Einen Friedhof, glaube ich, haben wir auch nicht. Nein. Ist vielleicht nicht allzu gut, aber okay. Theoretisch könnten wir hier ja noch einen Friedhof auf das Gelände bauen. Jetzt blöde Hunde, das gibt's doch nicht. Ich will doch einfach bloß dieses kleine Gebäude übernehmen. Das kann doch nicht so schwer sein. So, was brauchen wir hierfür? Lichtgenerator, Telefon. Lichtgenerator und ein Telefon. Praktischerweise haben wir alles gleich hier. Gut, da oben ist jetzt zwar ein Dings entstanden, aber... Also eine Pylone meine ich, aber ich glaube, das ist nicht allzu schlimm gerade. Das Gebäude ist eh gleich übernommen. Na. Zack. Gebäude übernommen und theoretisch noch einmal schnell repariert, haben dadurch jetzt keinen Bonuswert bekommen, aber was soll's. Was bauen wir dann hier jetzt Schönes hin? Das wäre jetzt die große Frage. Ein Hotel wäre halt noch praktisch. Oder ich baue jetzt wirklich hier das... Jetzt brennt die Zubehörfabrik. Ganz toll. Es brennt die blöde Zubehörfabrik.
Was könnten wir hier Schönes hinbauen? Entweder das Hotel oder den Friedhof. Ich glaube, für den Friedhof würde ich hier ein eigenes Gelände haben, aber das ist mir schon wieder viel zu groß. Nee, bauen wir den Friedhof hier irgendwo hin. Ich weiß es nicht. Ich versuche auch so ein bisschen schön zu bauen und irgendwie... es läuft nicht so gut. Es läuft nicht so gut. Aber hier kann ich jetzt ohne Probleme den Friedhof hinbauen. Zack. Vielleicht mit dem Türmchen hierhin. Damit wir ein bisschen mehr Abwechslung drin haben, wo halt die Eingänge sind und ähnliches. Beim Friedhof kommt keiner rein, glaube ich. Das heißt, wir könnten hier auf die Pylone vorerst verzichten. Früher oder später müssten wir aber dann die Pylonen umsetzen, um dann entsprechend die nötigen Sachen zu haben. So, da fehlt immer noch was, weil ich vielleicht hier Arbeiter bräuchte, die das auch herstellen würden. Das wäre vielleicht eine ganz, ganz tolle Idee. Eventuell könnten wir sagen, wir hören auf, sobald wir hier unser Hauptquartier voll ausgebaut haben. Das wäre vielleicht auch noch eine nette Idee. Im Prinzip könnte ich sagen, falls ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt das bitte mal in die Kommentare. Irgendwie hat so Street Wars bisher noch keiner was gesagt. Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, aber von mir aus okay. Muss man ja auch nicht unbedingt was dazu schreiben, aber es... Ich finde immer ganz nett, wenn irgendjemand was unter die Videos schreibt. Direkt hier wäre vielleicht noch Duell Already Have a Subway. Natürlich da an der Seite. Ganz, ganz toll. Oh. Das war vielleicht so nicht geplant. Das ist das Problem, wenn man hier die Fässer sich überall hinstellt, weil überall, wo es eingefärbt ist, da haben dann die Gangster freien Zugriff und greifen einfach an, sobald sie einen Gegner sehen. Das ist nicht unbedingt gut, sieht man hier zum Beispiel. Aber okay, ist jetzt auch nicht so schlimm. Du zum Beispiel, Jerry Lunchbox, kannst hier den Friedhof bauen. Warum denn auch nicht? Da, ich habe ihn nicht angeklickt, er greift einfach automatisch an. Wer ist denn nervig? Nervig ist eigentlich niemand unbedingt. Das Einzige, hier möchte ich ein Level 4 Meter 1000 Tage. Ja gut, dann machen wir hier einen Level 1 Meter und hier würde ich gerne eine Kakerlakenfalle reinbauen, damit wir diese blöden Kakerlaken nicht mehr haben. Ja, es brennt, ich weiß. Hatte ich da eigentlich nicht einen Fixer? Was habe ich damit gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich damit gemacht habe. Aber okay. Und Kakerlaken kann man anscheinend einfach so erschießen. Auch gut. Auch gut zu wissen. Tüdürütü. Ich bräuchte hier ein Gefängnis früher oder später. Ich könnte das hier theoretisch hinbauen. Das ist das kleinste Grundstück, was wir noch verfügbar haben. Theoretisch würde ich das auch gerne hier hinbauen, aber... bauen wir mal das Ganze mal hier hin. Dann haben wir hier ein riesiges Gefängnis. Und könnten das auch noch schön dekorieren und ähnliches. Warum denn auch nicht? Klingt ja immer ganz nett, wenn man das so macht. So. Eine Hundehütte direkt an den Eingang. Und mit Deko und ähnliches, das lassen wir mal für später. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da Alarmanlagen oder so reinsetzen kann. Oder ob das wirklich bloß für Wohngebäude zählt. Kommt, ich habe keine Lust mehr. Wir gehen jetzt alle mal gesammelt dahin. Und werden dann hier das Kino weiter ausbauen. Vielleicht haben sie den Telefonmast da etwas doof hingestellt. Das sieht man hier da die Schriftart nicht mehr, aber okay. Ist jetzt nicht so wild.
Was könnten wir heute noch Schönes machen? Ich würde eigentlich sagen, das war's für die heutige Folge. Ich warte noch ganz, ganz schnell, um zu schauen, was ich hier für Nickelodeon, okay. Zwei Generatoren und Vorhänge. Das heißt, noch einen Generator hier neben den anderen gesetzt, direkt vor dem Eingang. Klingt natürlich sehr, sehr schön. Und schwere Vorhänge haben wir auch gebaut. Das heißt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Kruzi.